Ich bin Chiara Corona, schönen Montag. Bis Weihnachten wird jeden Sonntag um die gleiche Zeit demonstriert, das sagt Klaus Begle, Initiator einer Spontan-Demo gestern Vormittag in Hohenems. Sein Anliegen, ein gerechteres Asylsystem und vor allem mehr Menschlichkeit in der Politik. Seinem Aufruf sind 800 Vorarlberger gefolgt, darunter waren auch einige Stadtpolitiker. Auslöser waren vor allem die letzten zwei Abschiebefälle in Vorarlberg. In Hohenems haben unbekannte Täter mindestens 5 Autos beschädigt. Demnach wurden Seitenspiegel abgerissen oder kaputt gemacht. Opfer und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Passiert ist der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Franz-Michael-Felder-Straße. Seit gestern Abend wird in Schaan im benachbarten Liechtenstein eine Frau vermisst. Das teilt die Polizei mit. Die 48-Jährige sei demnach mit ihrem Hund spazieren gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei hat anschließend eine Großfahndung eingeleitet, jedoch erfolglos. Und im Industriegebiet Sulz haben die Arbeiten für das neue Altstoff-Sammelzentrum begonnen. Die ersten Mauern soll man schon im Jänner 2019 sehen. Wenn alles nach Plan läuft, hat die Bevölkerung ab 2020 ein modernes Recyclingzentrum für 50 verschiedene Abfallarten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.